Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Ich dachte, das geht sich aus. Nein. Ich wollte jetzt ganz elegant den Part beginnen, den wir hier rüber gleiten mit unserem Chatback, aber natürlich stürze ich ab. Also, wir möchten jetzt den sechsten und letzten Kommandanten umklatschen. Wir haben ja schon... Halt, da war was. Wir haben ja schon gesehen, wo er ist, wo sein Stützpunkt ist. Gleich da vorne, um genau zu sein. Und den hauen wir jetzt noch weg. Und dann haben wir noch eine weitere Quest geschafft. So, dann müssen wir nur noch 2000 Elix-Splitter bezahlen an unseren Mechaniker. Werkstattpreise sind immer teuer, wie wissen Sie. Können dann unsere Düse, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, natürlich, einbauen lassen. Und unser Gleiter wäre dann streng gesehen fertig. Was denn, hätten wir jetzt auch elegant abserviert. Mhm, da haben wir auch zwei Opfer. Wir werden auf jeden Fall speichern. Und zwar hier drauf. Ja, bitte. So. Und knallen die Herrschaften einfach mal ein bisschen. Ups, ein bisschen ab, wollte ich sagen. Dann habe ich jetzt super verfehlt. Das kann auch nur ich. Und zack. Ui, also der hat das gut geblockt. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Komm her. Alter. Passt. Einmal flottigst Teil. Alter. Ihr Gauner. Bist du deppert. Okay, die Energie ist wieder am Arsch. Dauert ein bisschen noch, bis wir die wieder haben. So, jetzt lädt sie auf. Haben wir auch. Passt. Fertig. Super. Der letzte Kommandant besiegt. Saubere Arbeit. So. So. Gut. Was haben wir da? Elektroschrott. Den Becher dürfen wir nicht mitnehmen, ist ja klar. Haben wir eh schon genug. So. Bilibib. Ich denke immer, da explodiert gleich was. So. Ja. Gut. Dann wären wir es, ne? Dann könnten wir theoretisch abhauen. Da unten wäre, glaube ich, noch ein Opfer. Das könnten wir noch besiegen versuchen. So, mal. Dann haben wir hier noch eine Truhe, sehe ich. Aha, die ist schon leer. Das beweist, dass wir schon mal hier waren. Hurra! Bleib hinter mir! Ja, ja, mach mal schon. So, verbrutzelt er jetzt endlich. Jawohl! Sehr, sehr gut. Den können wir jetzt auch noch schön looten. Fein! Passt. Ich sehe gerade, dass wir hier ein Kraut haben. Und da drüben ein Kraut haben. So. Und jetzt, glaube ich, dürfen wir gepflegt abhauen. Wir waren, glaube ich, brav. Oder gibt es hier noch was zu erledigen? Questbedingt. Hauptmissionchen. Der letzte Flug. Eispalast. Lohn der Arbeit, Drüse haben wir fertig. Das fehlt noch. Ich habe die, also wer bin ich? Ich habe die Intention und Ziele des Hybriden bisher nie in Frage gestellt. Er hat unermessliche Kenntnisse über unsere Zukunft, über die Natur des Universums und auch über das Elix. Doch wer oder was ist dieses besondere Wesen nun wirklich, das ist das die ganze Welt in Atem hält? Welche Zukunft hält es für uns bereit? Der Wunsch, mir Klarheit darüber zu schaffen,
bedrängt mich mit jedem Tag mehr. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal die Quests ab. Das heißt, wir begeben uns mal im Lager der Mitte. Bitte? Bitte zur Lager der Mitte. So. Da können wir auch mal eine Runde pennen. Gehen wir gleich in unser Häuschen. In unsere Wohnung. Und hauen wir uns mal gepflegt aufs Ohrwascherl. Stimmt, die Karte könnte man eigentlich auch abgeben, die wir gefunden haben. So. 2 und 13. Eigentlich ganz nett hier. Ja, gell, finde ich auch. Und einmal bis zum Morgenpennen, das können wir uns erlauben. Passt. Ich wünschte, wir hätten einfach mehr Zeit. Ja, das wäre wirklich schön. Ich glaube, 8 Kartenstücke fehlen uns noch. Phew. Hoffentlich finden wir die noch alle. Das wäre sehr schön. So. Ein Siedler. Und Harley, begrüße. Also, als erstes kriegst du mal die 2000 Splitter. Hier sind deine 2000 Splitter. Okay, damit hätten wir das geklärt. Also abgemacht. Ich werde dir den Gleiter überlassen, wenn wir soweit sind. Das ist schön. Die Steuerdüse kriegst du noch? Deine neue Steuerdüse für den Gleiter. Potzblitz, du bist ja ein Teufelskerl. Wie hast du das nur? Ach, vergiss es. Ich will es gar nicht wissen. Ich mache mich gleich an die Arbeit. Stufe aufgestiegen. Ein kurzer Überblick, wie die Lage gerade dargestellt ist. Ein kurzer Überblick, wie sich die Lage gerade darstellt. Genau. Die Sache mit dem Code zum letzten Shot des Hybriden beschäftigt mich. Ich muss das klären, bevor ich den Eispalast betrete. Tja, hört sich so an, als gäbe es da noch einiges zu tun. Komm wieder, wenn das erledigt ist. Ich werde mich ranhalten, dass der Gleiter rechtzeitig fertig ist. Hoffentlich sind wir schnell genug, bevor die Alparmee hier bei uns einfällt. Jo, das wäre mir auch lieb. Das ist also somit speicherungswürdig. So. Tada, passt. Und wir geben die nächste Quest ab. Hauptmissionchen. Warum macht das jetzt immer zu? Herrschaftszeiten. Und zwar, wer bin ich? Kann man das jetzt schon lösen, diese Quest? Oder doch nicht, wie es ausschaut? Was jetzt? Was kann ich jetzt machen? Wenn der Weg zum Eispalast wirklich frei ist, werde ich in den Gleiter steigen. Nur Harley kann mir sagen, wann es soweit ist. Das können wir mal machen, ne? Es ist eine Hauptmission, also werden wir den Typen jetzt umbringen. Voll hart, ich weiß, aber umbringen. Und gut ist, würde ich sagen. Können wir uns da... Ja, da können wir uns hinborden. Passt. Ich habe gerade das Portal gesucht, ne? Schlau, wie ich bin. Gut. Ich bin ein Idiot. Ich hätte noch können schnell vorher zu die Berserker gehen und nochmal das Mana, also diese Magie aufbessern. Meh. Ist egal, machen wir nachher. Okay. Also. Hä? Was blubbelt denn da? Keine Ahnung. So. Okay, es lädt gerade. Dab, 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 dab. Huch. Okay, das war jetzt gemein. Das war jetzt echt fies. So. Den Rüstmeister ansprechen brauchen wir nicht. Herr Konrad. Da ist eine Wache. Schnell, schnell. Aber schön langsam. Dieser Ort ist so kalt. Diese Maschinen werden nur geschaffen, um verbrannte Erde zu hinterlassen. Du machst jetzt aber keine Dummheiten, oder? Da mach dir mal keine Sorgen. Ich hoffe, dass der jetzt weit genug weggeht. Dass man Konrad gepflegt töten kann. Ich werde das jetzt mal speichern.
Muss warten, bis der Kerl noch ein bisschen weiter weg ist. Ich hoffe, uns sieht da keiner. Hack das Ding weg! So. Dann müssen wir jetzt schnell abhauen. Hauptmission. Das war's. Ich wollte jetzt eigentlich noch schauen, ob wir zum Duke dürften. Bunker des Dukes, schauen wir mal. Also tut sich jetzt auch nichts Neues auf, ne? Schauen wir mal. Hallo, begrüße. Servus. Ja, da unten, der ist tot, genau. Dein spezieller Klerikerfreund Konrad ist tot. Wenn ich den Namen schon höre, hat er wenigstens gelitten. Es ging schnell. Na gut. Hauptsache, es ist erledigt. Hier, nimm das. Du hast es dir verdient. Und jetzt kein Wort mehr über die Sache. Klar? Natürlich. Es wird bald Zeit, den Eispalast anzugreifen. Machen wir zuerst die Kleriker, ne? Machen wir das zuerst. Vielleicht gibt's noch eine Quest. Warum gerade die Kleriker? Sie sind die wahren Heuchler von Magalan. Ihre größte Waffe ist die Infiltration. Sie agieren hinter deinem Rücken und erledigen dich, noch bevor du es selbst merkst. Sie verkünden ihren falschen Glauben und spielen sich auf, als wären sie die Weltpolizei. Sie sind viel gefährlicher als die Alps selbst. Und doch hast du Konrad vertraut. Glaub mir, wenn nur einer der Halsabschneider da draußen so viel über Technik verstehen würde. Egal, es ist wie immer. Wir müssen mit dem auskommen, was wir haben. Wie immer. Es wird Zeit, den Eispalast anzugreifen. Es wird bald Zeit, den Eispalast anzugreifen. Eier aus Stahl, was? Tja, wenn du ein paar Verrückte gefunden hast, die bei so einer wahnsinnigen Sache mitmachen. Es wird sich kaum vermeiden lassen, wenn wir nicht von der Armee der Alps überrannt werden wollen. Mal sehen. Vielleicht schaue ich mir die Sache sogar an, wie sie euch den Arsch aufreißen. Bis dahin habe ich hier aber noch ein paar Dinge zu erledigen. Also, wenn dann weiter nichts Wichtiges ist. Jawohl, Herr Chef. Verschwinde. Ich habe zu tun. Okay. Also, da sind wir fertig. Wie es ausschaut, das heißt, wir dürfen speichern. Zack, zack und zack. Dann werden wir, ich denke mal, mit allen Chefs reden. Und dann habe ich keinen Plan. Dann weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wird schon werden. So, fragen wir unseren Berserker-Chef. Wie es ausschaut. Ob er sich uns auch anschließen möchte. Dab, 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 dab. Chefchen! Thorald und ich planen einen Angriff auf den Eispalast. Thorald und ich planen einen Angriff auf den Eispalast. Ja, es wird Zeit. Wir können nicht mehr lange warten. Man berichtete mir schon von Truppenbewegungen in Xakor. Wirst du an Thoralds Seite kämpfen? Sieht ganz so aus. Gut, dann warte ich auf Thoralds Befehl, sodass ich ihm gute Männer mitgeben kann. Ich selbst werde leider hier gebraucht, aber meine besten Wünsche werden euch begleiten, wenn es soweit ist. Magalan den Menschen! Jawohl. Dann haben wir das auch. Dann ist noch ein Boss. Also noch ein Schäfchen. Woanders herum. Mei, die sind immer so aggressiv. Dann brauchen wir hier die Kathedrale, glaube ich. Da müsste auch irgendwo der Chef der Kleriker sein. Bilde ich mir ein. Ich habe nur keine Ahnung, ob ich den jetzt noch finden werde. War der hier drinnen? Ich hoffe.
Ich glaube, wir sind da richtig. Ulbricht? Nur der Glaube wird die Menschen befreien. Nein. Verdammt. Wer ist nicht schnell der Chef von die Kleriker? Aber ich glaube, ich bin da sowieso komplett verkehrt. Also wir müssen mit Thorald sprechen, ne? Das war ja der Hinweis jetzt gerade. So, wenn ich jetzt dann noch wüsste, der ist da irgendwo da unten, ne? Das hier oder das hier? Mist. Ich glaube das hier, oder? Muss ich schauen. Schlimm ist das, schlimm. Erstaunlich, dass das hier heute überhaupt noch da ist. Hui. Ein Viechlein. So. Bin ich hier eigentlich richtig? Ja, freilich bin ich richtig. Ich habe mich gut erinnert. Sehr brav. Da oben müsste er sein. Mal schauen, ob er uns weiterhelfen kann, dass ich gerade eine Pflanze. Ansonsten stehe ich jetzt gerade an. Also, Thorald. Die Länder der freien Menschen dürfen nicht fallen. Gut, das hilft mir jetzt auch nichts weiter. Schön. Heißt das, dass ich jetzt irgendwie zum Eispalast hin muss? Aha, okay. Probieren wir es mal. Ich habe keine Ahnung. Irgendein Puzzlestück sozusagen fehlt mir. Lloyd, bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Sicher. Also Persönlichkeitslehre ist okay. Okay, zwischen 0 und 20 liegt. Theoretisch wäre das interessant für uns, ne? Bonus auf Magie, Psi und Stimmdauer. Das ist ja die Frage, wo unsere Kälte liegt. Das wäre halt schon interessant. Einen Bonus auf Magie. Egal. Hey, hör mal. Ich habe gehört, dass eine Herde Mutanten an der Grenze von Xakor gesichtet wurde. Wo genau? Gerüchten zufolge sind im Grenzgebiet zu Xakor zwei gewaltige Zyklopen aufgetaucht. Offenbar will da jemand den Pass im Westen sichern. Mutanten sind unkontrollierbar. Wer weiß, was diese Biester vorhaben. Also, ich wäre bereit für ein kleines Gemetzel. Wie steht's mit dir? Du bist jetzt mit der Kleinen zusammen? Ja, das stimmt. Sie ist, Ja, erspar mir das Gelaber. Mich interessiert euer Gefummel nicht. Ja, ne, man könnte sonst wahrscheinlich Nesti als Freundin haben, aber naja, ich bin mehr der softe Typ. Auf Zyklopenjagd. Können wir probieren, okay, oder? Okay, gehen wir auf Zyklopenjagd. Nichts lieber als das. Komm mit. Na schön. Probieren wir es halt mal. Mehr als verrecken können wir eh nicht. Ui. T
Tja, scheint so, als würden die Gerüchte stimmen. Mhm. Zwei fette Zyklopen, komm schon. Die stehen da wie auf dem Präsentierteller. Warte mal, wir sollten uns erst einmal... Ich will nicht warten. Holen wir uns diese Höllenmaschinen. Ja, super. Das ist natürlich ganz schlau, ne? Dann nehmen wir den Spielstand hier. Ja, du suchst Ärger, du Gestörte. Den letzten beißen die Hunde. Ja. Das Scheißvieh sucht Ärger. Alter, ne? Die Frau macht einen schwach. Alter. Was willst du jetzt von mir? Alter, flieg hoch. Wow. Okay. Das war jetzt doch zu heftig. Alter, die Frau macht einen fertig. Jetzt bullt sie alles. Echt so ein Händel. Die Frau ist echt ein Händel. Den letzten beißen die Hunde. Könntest du es bitte mir machen lassen? Das scheint Alter, sie blutet gleich alles, ne? Die gestörte Frau. Das scheiß wie. Alter. Gewaltiger Zyklop, wir machen nicht einmal gescheiten Damage, ne? Ja, Nesti ist natürlich umgefallen wie so ein nasser Sack. Ist eh klar, mir könnte da jetzt, ne? Alter! Um unser Leben kämpfen, ne? Würdest du fliegen? Du Dummbatz? Alter! Ich steck schon wieder wo fest, ey. Keine Munition mehr. Ja, klar. Flieg bitte weg. Alter Schwede, mir geht gerade die Pumpe, ey. Frierst du heute noch was? Och nö. Der ist jetzt wohl erledigt, ne? Alter. Okay, das ist doch etwas mühselig. So. Ist jetzt mal Ruhe hier? Alter. Alter. Kommt Nesti noch oder ist sie jetzt verstorben? Puh. Diese Frau, ne? Okay. Ich bräuchte einen Heiltrank. Ja, was ist jetzt? Großer Heiltrank, mächtiger Heiltrank, habe ich gar nichts mehr. Mächtiger Mana-Trank, mächtiger Heiltrank, okay. Machen wir es mal so, ne? Alter.
So, ich hoffe, dass die Mana-Tränke reichen. So, ich bin total sprachlos, jawohl. Keine Munition mehr. Ja, das weiß ich. Darum saufen wir gleich wieder was. Alter, diese Frau, ne? Jawohl. Na, was ist jetzt? Was hat er jetzt getrunken? Ein Scheißdreck. Weil er doof ist. Hoffentlich krepiert er jetzt gleich. Hoffentlich verbrennt er. Ja, Gott sei Dank. So, ich hoffe, dass Nasty nicht verstorben ist. Wahrscheinlich ist es aber. Ah na, da steht sie, glaube ich. Ach, du gestörte Alte, echt. Gibt es eigentlich niemanden, der mich richtig herausfordern kann? Du bist lebensmüde, weißt du das? Ja. Sagt derjenige, der sich mit dem gesamten Eispalast angelegt hat. Warum tust du so etwas? Du gefährdest unser Leben mit so einem Verhalten. Ja, wirklich. Warum tust du so etwas? Du gefährdest unser Leben mit so einem Verhalten. Und wenn schon. Für meinen Geschmack bist du viel zu zimperlich. Wir verschwenden unsere Zeit mit Nichtigkeiten. Wann kommt denn endlich der große Bums, den du mir versprochen hast? Es gibt einen Unterschied zwischen Effektivität und Größenwahn. Wenn ich mal viel Zeit habe, könnte ich ihn dir erklären. Mach, was du willst. Ich werde jedenfalls weiter nach einem würdigen Gegner für mich Ausschau halten. Und entweder du bist dann dabei oder eben nicht. So, und jetzt beenden wir das hier. Sonst könnte es passieren, dass ich dir einen über deinen Schädel ziehe. Um Gottes Willen. Bitte, geh heim, du Gestörte. Na, die Alte hat echt nicht mehr alle Tassen im Schrank. So, eine alte Münze, eine Truhe. Mal schauen, was wir drin haben. Dietrich, Klopapier und Zigaretten, ja. Mit dem Angriff kann man echt ein Klopapier brauchen, ne? Ach, du liebe Zeit. Mitkommen. Gut. Ja, das sieht gut aus. Kalans Hammer. Du bist echt nicht zum Helfen. Ich brauche dich nicht mehr. Geh ins Lager. Natürlich. Alter, ist so eine gestörte Alte. So. Gut. Hier ist, glaube ich, auch nichts mehr. Gehen wir nochmal zurück zum Lager der Mitte. Ja, bitte. Ach, du heiliges Kanonenrohr, echt wahr. So. Kannst du mir was Dein sagen? Dein Emotionspegel scheint besonders hoch zu sein, was sich verheerend auf deine Effizienz auswirkt. Du solltest dringend etwas dagegen unternehmen. Statusbericht? Statusbericht. Kein Grund zur Beanstandung. Es scheint so, als hätte die Elex-Ernte fast komplett ausgesetzt. Nur eine Frage der Zeit, bis der Eispalast diesen Missstand wieder beheben wird. Na dann. Ach, du Heiliges. Na. Gut. Das hätte man dann irgendwie auch noch hingeferkelt. Wie geht's dir, Falk? Starke Emotionen zu haben, kann gleichsam Fluch oder Segen sein. Man sagt,
dass gute Taten auch immer Gutes hervorbringen. Doch gibt einem die Kraft der Wut und Aggressionen die nötige Stärke, um seine Ziele leichter erreichen zu können. Da hat er recht. Oder warte. Wie sieht's bei dir aus? Wie sieht's aus bei dir? Ich beginne jetzt, vieles klarer zu sehen. Die Maschinen des Eispalastes sind mächtige Gegner. Man sollte ihnen nur sehr gut gerüstet begegnen. Dann pass. So, Frauchen ist hier. Frauchen, kommst du damit? Mitkommen. Mitkommen. Alles klar. Jawohl, Schnecke. So, gut. Wie geht's euch zwar, Burschen? Alles noch dran? Alles noch dran? Na klar, ich hab ja auch einen guten Bodyguard. Pass lieber auf deinen Rücken auf. Du weißt nie, wer hinter dir steht. Meine Frau. Gerade eben. Und du? Ich muss mich erstmal sammeln. Okay. Ich glaube, da komme ich nicht weiter. Wie schaut's bei dir jetzt aus? Ein kurzer Überblick, wie sich die Lage gerade darstellt. Die Sache mit dem Code zum letzten Shot des Hybriden beschäftigt mich. Ich muss das klären, bevor ich den Eispalast betrete. Tja, hört sich so an, als gäbe es da noch einiges zu tun. Komm wieder, wenn das erledigt ist. Ich werde mich ranhalten, dass der Gleiter rechtzeitig fertig ist. Hoffentlich sind wir schnell... Ja, das können wir schon. Servus. Der letzte Shot muss jetzt vielleicht wirklich zum Eispalast. Und komme ich dann... Aber da waren wir doch. Da ist ja nichts. Und questbedingt... Geduld. Kann man... Würde sich hier vielleicht was ergeben? Nein. Der letzte Flug bringt mir auch nichts. Ja. Wir könnten jetzt natürlich drei Parts lang hier stehen bleiben und nichts tun. Aber ich werde es vielleicht nochmal probieren, zum Eispalast zu gehen. Ich glaube, der war hier, oder? War der jetzt hier? Ich glaube, da ganz vorne, ne? Ich schaue mich hier nochmal um, im nächsten Part. Vielleicht finden wir irgendwas. Sonst habe ich gerade nicht wirklich Ahnung. Oh. Es geht los. Sonst habe ich gerade nicht wirklich Ahnung. Na gut, ihr Lieben, das war's dann für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!